Hallo, 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 ihr Verrückten. Und willkommen zurück zu Full Throttle mit eurem Full Throttle. Also mir. Haha. Ja, ihr wollt dem Karneval entfliehen, kann ich verstehen. Dann schwingt euch doch mit mir aufs Bike. Und, erforscht das Leben als harter Biker auf der Straße. Mit Fliegen zwischen den Zehen. Denn Insekten, das ist auch Protein. So, und wir klauen nochmal die sexy Bunnies hier. Und dann schwingen wir uns nochmal aufs Bike. Denn ich weiß jetzt, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Und das freut mir. Das freut mir total. Ja, ich bin ein bisschen aufgedreht. Keine Ahnung warum. Dabei hatte ich heute gar nicht wirklich... Doch, ich hatte Kaffee. Aber heute Morgen. Und Wicker kratzt sich, da bebt der ganze Tisch. Schön, dass du da bist, Wickermaus. Aber mir nicht wieder ins Gesicht pupsen. Das muss nicht sein. Okay, wir lassen nochmal die Bunnies los. Hier aufs Minenfeld. Und dann nehmen wir mal da so ein Bunny. Und nehmen noch 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 ein Bunny. So, jetzt ist nur noch ein Bunny unterwegs. So, dann gehen wir hier hin. Und lassen das nächste süße kleine Bunny los. Dem können wir jetzt folgen. Bis es Bumm macht. Das heißt, wir können nicht am Mikrofon reiben. Warte mal, dahin können wir gehen. Da hinten hin. Denn bis dahin ist es sicher. Ich hasse Überraschungen. Und dann lass mir das nächste Bunny frei. So, dann können wir... Wir können nicht am Mikrofon reiben. Hast du Hunger, mein Mädchen? Komm, ich geb dir mal ein Leckerli. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Okay, okay. Dann lass mir das nächste Bunny frei. Denn wir sind Biker. Und Biker haben Bunnies. Nächstes Bunny. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Vultures, spannt ihn auf. Autsch. Schnell. Hör zu, Mo. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich habe heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durchziehen. Dein Vater. Wag es ja nicht, von meinem Vater zu reden, du Bastard. Malcolm will. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Corley und ich. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich. Du hast nichts zu tun, ehrlich.
So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich. Du hast nichts zu tun, ehrlich. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Durchgeknallte, vertrocknete Toasterjungfer. Durchgeknallte, vertrocknete Toasterjungfer. Ich werde dir die Polecats auf den Hals schicken. Ich werde dein Leben hier auseinanderreißen. Ich werde dich beschimpfen. Ich werde euch mit meinem Blut die Einfahrt versauen. Nee, das Beschimpfen finde ich gerade witzig. Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Nerzbauer, Wirbelwind, das hat man schon. Rattenräder fahrende, gummiverpackte Walcher. Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Ripburger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Ripburger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Ripburger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Benz und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Moos Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern? Und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer.
Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmorley! Doreen Schmorley. Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Ein künstlich aussehendes Gespann, bekannt als die Bum-Bum-Brüder. Versuch jetzt mal abzuhauen, Mofammer. Also dann, seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Dann lasst das Demolition Derby anfangen! Wo steht du denn? Warte, Mo. Ich komme schon. Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. Okay, ich steuere das jetzt gerade mit der Maustaste. Rechte Maustaste ist Rückwärtsgang. Vordere ist zurück. Ist vor. Erstes. Egal. Komm! Das lässt sich gerade gar nicht so geil steuern. Was machst du denn? Komm hier rüber und ramm mich. Bin dabei. Ich versuch's ja. Lässt sich gar nicht so gut lenken, das Ding. Okay, geht auch mit der Tastatur. Okay, mit der Tastatur ist es einfacher. Als hätten die Jungs einen Glasschaden. Ben, ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Das Gelbe ist Maureen, oder? Ja. Lässt sich gerade gar nicht so gut steuern. Oh, Leute! Kann ich irgendwie schneller werden? Ich will auf dir landen. Junge!
Kann ich den... Du sollst mich in Ruhe lassen, du nervst mich. Ich muss es versuchen, auf dem zu landen wieder, glaube ich. Dämliches Minispiel. Also ich kann es mit dem Cursor steuern. Oder ich beschleunige mit der linken Maustaste und fahre rückwärts mit der rechten. Oh, die lässt mich einfach nicht an Maureen ran. Aber ich finde es lustig. Seht ihr, was da rechts ist? Da ist Max aus Sam & Max als Graffiti auf der Stadionwand. Ich glaube, hier muss ich das besser timen. Ah, das war zu schnell. Ich müsste irgendwie sehen, wann er kommt. Na komm, komm. Komm her. Kann ich den irgendwie benutzen? Ich kann ihn hin und her schieben. Vielleicht kann ich den damit ablenken, mit dem hier. Jetzt, der fährt wieder? Oh. Oh, was für ein nerviger Scheiß dieses Minispiel ist. Wie knocke ich den anderen aus? Vielleicht muss ich erst den... Einer ist ja noch, hier hinten ist noch einer. Der Grüne. Was muss ich mit dem machen?
Aber wie geht der Scheiß? Möchtest du das Derby wirklich gewinnen? Nee, ich würde gern wissen, wie ich das richtig mache. Ich habe nur gerade gelesen, es gibt halt diese Tastenkombination, mit der man dieses Minispiel abbrechen kann. Ich mach kurz Pause, ich will mir gerade mal durchlesen, wie man das richtig spielt. Kleinen Moment. Okay, Leute, ich versuch's noch einmal so, wie es im Internet steht. Welche Manöver man fahren soll. Also, dich soll ich nach rechts schieben und über die Rampe. Ah, grünes Auto, du nervst. Okay, dann machen wir das doch mal. Schiebe dich mal nach rechts zu der anderen Rampe. So. Oh, das blaue Auto nervt mich total. Okay, dann soll ich dich jetzt über die Rampe. Okay, guck mal, wie ich das hinkriegen soll. Okay. Okay, und los. Okay, Bum Bum Brüder. Eure Zeit ist vorbei. Schnappt ihn euch. Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf oder was? Ah, Idioten. Okay, Mo. Zeit fürs große Finale. Mach schon. Das nenne ich eine Explosion! Ich kann auch keine Überlebenden... Moment! Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und er steht in Flammen! Los, einen riesigen Applaus, Leute! Das sieht sehr schmerzhaft aus! Wir sollten ihn wirklich sofort löschen! Aber was für eine Show, ha? Er läuft immer noch! Wir laufen mal dahin. Hier können wir hinlaufen. Da gehen wir mal hin. Nun ja, sollten wir ihn. Das ist der Weg nach draußen. Ich komme nicht durch diese Tür. Okay, du hast sie gehört, Rächer. Hey, Leute, sieht so aus, als würde die Party ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Aber bleibt einfach alle ruhig und. Das Derby ist vorbei. Rennt um euer Leben. Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft.
Okay, ist das richtig so? Wir sind jetzt auf dem Dach von den Krawallbrüdern. Und die fahren im Kreis. Okay, wir sind auf dem Dach von denen. Was jetzt? Was jetzt? Kann ich hier irgendwas machen? Was ist das? Ich habe einen Asbestanzug. Ich könnte ins Feuer rennen. Erstmal aufs Dach von denen. Und runter und hier ins Feuer rennen. Klingt das was? Geht das? Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Rip Burger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun... Andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C-330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallies mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf.
Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Okay, und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann treten wir mal ordentlich gegen die Wand. Bis dahin!